Okay, da kann ich nicht hin. Zu kurz. Aber meine Seele ist nicht lang genug, tut mir leid. Hast du was gehört? Sorry guys. I didn't want to laugh, but you know. Ich habe nicht so eine funky Musik erwartet, aber willkommen zurück. Das hier ist Kommentari. Ich bin euer Host Ari und wir spielen heute zum ersten Mal, zumindest für euch, Ghost Trick, Phantom Detektiv. I know probably nobody will recognize this game, aber guys, I have played this before on DS. Nicht so weit, gebe ich zu. Aber als ich gesehen habe, dass es auf Steam gibt, wollte ich es unbedingt nochmal spielen. Und das hier ist für die Freundin, die mir das damals gekauft hat und recommended hat. Das heißt, das hier ist für dich, Lara. Kapitel 1. 7:02 Uhr am Nachmittag. Ich muss bewusstlos gewesen sein. Ich fühle mich, als würde ich durch die Dunkelheit treiben. Als ich zu mir komme, ist da eine Frau, die ich nicht kenne. Zumindest glaube ich, dass ich sie nicht kenne. Und da ist ein bewaffneter Mann. Ich kenne ihn auch nicht, also wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht der Typ, der einfach zusieht, wenn eine wehrlose Frau erschossen wird. Da gibt es nur ein ganz klitzekleines Problem. Ich bin leider schon tot. Das muss ich sein, kein Zweifel. Jedenfalls sehe ich hier keine anderen Leichen herumliegen. Mach's gut, Kleines. Es tut mir so leid für Sie, sicher. Aber was soll ich tun? So tot wie ich bin, aber gerade als ich das denke, keine Zeit hier tot herumzulungern. Du bist der Einzige, der sie retten kann. Hä? Was zum... Die ganze Welt hat sich verwandelt. Herzlich willkommen in der Geisterwelt, dem Land der Toten. Eine Stimme in meinem Kopf? Wer bist du? Wir haben jetzt keine Zeit für Formalitäten. Du musst sie retten. Ich weiß, dass du es kannst. Du musst nur deine Kräfte einsetzen. Was? Ich? Sie retten? Wie? Schau dir deine Leiche an. Siehst du die blaue Flamme? Das ist deine Seele. Und siehst du den hellen weißen Fleck in der Nähe? Das ist ein Kern. Ein Kern? Für mich sieht es aus wie eine Schranke. Schau, am besten verstehst du es, wenn du es einfach probierst. Versuche zunächst, deine Seele mit dem Pad zu bewegen. Okay, ich hab's verbunden. Glückwunsch. Deine Seele hat jetzt Besitz von dieser Schranke ergriffen. Hä? Und jetzt bin ich eine Schranke? Nun, jedenfalls rettet die Frau mit Hilfe der Schranke. Was? Aber wie? Gleich wird die Zeit wieder in normalem Tempo ablaufen. Das ist deine Chance. Wenn der Mann den Abzug tätigt, stirbt die Frau, richtig? Also musst du davor deine Kräfte nutzen, um ihn aufzuhalten. Hey, warte mal. Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. So, gleich wird die Zeit wieder normal ablaufen. Entwaffnet. Und sie ist weg. Nice. Oh shit, hat nicht so viel gebracht. Gut gemacht. Hä? Was ist passiert? Das war einer deiner Kräfte. Ein Geistertrick.
Du meinst, ich habe diese Schranke bewegt? Richtig, manipuliert mit einer deiner Kräfte der Toten, einem Geistertrick. Um solch einen Trick auszuführen, musst du A drücken. Jetzt hat sich das Schicksal dieser Frau geändert, wenn auch nur geringfügig. Naja, man richtet irgendwie immer noch eine Waffe auf sie. Das ist nicht wirklich gut, oder? Zumindest fängst du an zu begreifen, wie du deine Kräfte einsetzen kannst. Ghost führt also in die Geisterwelt und mit Trick kann ich Gegenstände manipulieren. Jetzt hast du es raus. Lass uns zum nächsten Schritt übergehen. Versuch nun, einen anderen Kern anzunehmen. Okay, da kann ich nicht hin. Zu kurz. Mein Geist ist einfach... Meine Seele ist nicht lang genug. Tut mir leid. Ich verstehe. Eine Gitarre also. Hey, was soll das heißen? Ich hatte ja die große Abrissbirne bevorzugt. Die hatte das Problem sicher im Handumdrehen gelöst. Aber ich kann offensichtlich keine Kerne erreichen, die zu weit weg sind. Nun, da müssen wir wohl schauen, was wir mit dieser Gitarre erreichen können. Man muss dazu sagen, dieses Spiel hat man auf dem DS gespielt, wo du ein Touchscreen hast und da eben dann zeichnen konntest selber. Das war super cool. Ich hoffe, das funktioniert hier gut mit dem Controller. I'm not sure. Okay. Bring mir die Zeit wieder in Bewegung und finden wir es heraus. So. Also auf ein neues. Mach's gut, Kleines. Wer ist da? Abgeschossen. Okay. Halt! Schon wieder! das ist sicher die langsamste Flucht, die ich je gesehen habe. Mir scheint, muss ich mir etwas anderes ausdenken. Was sind wir hier hinten? Mal sehen, welcher Kern ist nahe genug, um ihn von hier aus zu erreichen? Ich schätze, es gibt da nur mich. Keine Zeit, wählerisch zu sein. Ich muss eine Frau retten. Die Einstellung gefällt mir. Wirklich bewundernswert. Aber was? Wenn ich Objekte manipulieren kann, dann sollte mir das doch auch mit meiner eigenen Leiche gelingen, oder? Probierst du es nicht einfach aus? Los, ergreife Besitz von deiner eigenen Leiche. Na dann, jetzt setzen wir die Zeit in Bewegung. Okay, mach weiter so und versuch es mit A. Nichts passiert. Hä? Passiert gar nichts. Genau. Traurig, aber wahr. Du kannst nur unbelebte Gegenstände beeinflussen. Leichen, wenngleich nicht lebendig, sind nun wahrlich keine Gegenstände. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Warte, was ist mit der Frau? Was passiert mit ihr? Sehen wir es uns an. Bewege den Bildschirm, um dich umzusehen. Den Bildschirm bewegen? Das ist ganz einfach. Versuch es einfach mal. Ah. Also, Kleines, das war's. Auch wenn meine Augen nicht die besten sind, sehe ich schwarz für deine Zukunft. No, she's dead. Fuck. That was not good. Shit. Den Weg. Ja, alles erledigt. Bin auf dem Weg. Shit. Am Ende erscheint ihr Schicksal unverändert zu sein. Was also bringen mir diese Geistertricks? Aber gerade, als ich dies denke... What the hell? Lampe? Hallo da drüben, wie geht es dir denn nun? Ich kann mir vorstellen, dass es wohl besser gehen könnte. Das heute Nacht war sicher eine schlimme Tragödie. Du ignorierst mich also, hm? Huh? Noch ein bisschen früh für die Totenruhe, würde ich sagen. Also warst du das? Du warst die Stimme in meinem Kopf?
Naja, Stimme würde ich das nicht gerade nennen. Die Toten haben keine Stimmen, weißt du? Es ist eher so, als würden meine Gedanken direkt in deinen Kopf übertragen. Das ist noch so ein Trick, den Geister beherrschen. Wie scheint, haben meine Tricks nicht eben viel gebracht. Ja, können wir jetzt auch mit ihr reden? Sie ist noch immer genauso tot wie vorher. Das stimmt. Vorerst. Was meinst du mit vorerst? Ich muss dir noch sehr viel über die Kräfte der Toten, die Geistertricks, beibringen. Wer bist du überhaupt? Bevor ich das beantworte, sollten wir zuerst die junge Dame retten, finde ich. Ach, welch Schande. Eine hübsche Frau so am Boden liegen zu sehen, wie eine weggeworfene Puppe. Aber was kann ich denn tun? Sie ist doch schon tot. Es wird Zeit für eine weitere Geisterlektion, mein Freund. Zuerst will ich, dass du Besitz von mir ergreifst. Besitz von dir ergreifen? Und sobald du das geschafft hast, erzähle ich dir mehr über deine andere Kraft, die du besitzt. Halt. Warum will ich diese Frau überhaupt retten? Ich kenne sie noch nicht einmal. Aber ich nehme die Einladung der Schreibtischlampe wohl trotzdem an. Ich habe zwei Gründe. Zum einen bin ich nicht der Typ, der Frauen einfach herumliegen lässt, als wären sie Müll. Und zum anderen habe ich einfach nichts mehr zu verlieren. Trickzeit. Alright. Fix. Die Gedankenblase, die du gerade gedrückt hast, das sind deine Gedanken. Also, was du in deinem Kopf zu dir selbst sagst. Meine Gedanken, ha? Also haben die Toten keine Stimmen, sondern kommunizieren direkt über Gedanken. Diese Gedankenblasen sind also eine Art Ersatz. So langsam verstehe ich. Das glaube ich auch. Vergiss nicht, die Gedankenblasen immer im Auge zu behalten. Gute Idee. Vielleicht finde ich darin ja ein paar Hinweise. Also, um von mir Besitz zu ergreifen, musst du erst die Geisterwelt betreten. Und LB ist deine Eintrittskarte. Alright, LB. Versuch es am besten selbst. LB also, dann sollte ich mal draufdrücken. Let's go up here. Übrigens, hast du dir schon die Bildschirmmitte angeschaut? Was ist denn damit? Er sagt dir, welchen Trick du mit deinem derzeitigen Objekt ausführen kannst. Ah! Du kannst dir diese Information jederzeit ansehen. Also kann ich dieses Klappbrett hier aufklappen. Und um einen Trick mit dem Objekt auszuführen, von dem du Besitz ergriffen hast, musst du zuerst ins Land der Lebenden zurückkehren. Oh, okay. Diesmal ist dein Ausgangspunkt, ist B dein Ausgang aus der Geisterwelt. Okay. Also viel Glück. Wir zählen auf dich. Hä? Wer ist wir? Alright. Aufklappen. Ah! Jetzt bin ich hier hinten. Das heißt, jetzt komme ich ran. Got it. Hä? Das ist komisch. Was denn? Ach stimmt, warum sind wir so hellblau und sie ist dunkelblau? Meine Leiche und ihre Leiche. Sie sind definitiv verschieden. Da strömt etwas aus meinem Körper heraus. Und das liegt daran, dass du etwas Besonderes bist. Was soll das denn jetzt heißen? Du musst wissen, nicht jeder, der stirbt, erhält diese besonderen Kräfte. Also stammen diese Wellen von meinen Kräften der Toten? Wie dem auch sei. Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden. Na, das ist ja jetzt eine Überraschung. Habe ich auch was gewonnen? Eine neue Kraft, was denn sonst? Noch eine? Lass uns das Ganze wiederholen. Du kannst von Gegenständen Besitz ergreifen und sie manipulieren, ja? Was passiert deiner Meinung nach, wenn du von einer Leiche Besitz ergreifst? Nichts, das habe ich doch schon versucht, erinnerst du dich? Und nichts ist passiert. Stimmt, du kannst eine Leiche nicht auf diese Art manipulieren. Aber es gibt ja etwas anderes, was du tun kannst. Ach ja, und was? Warum findest du es nicht selbst heraus? Okay, gehen wir mal runter. Hä? Was ist das? Kannst du mich hören?
Warte mal, was geht hier vor? Die Arme, es sieht so aus, als sei sie bewusstlos. Bewusstlos? Aber sie ist doch tot. Ja, aber denk einmal etwas zurück. Erinnerst du dich noch, als du gestorben bist? Bevor du wieder zu dir gekommen bist, warst du auch bewusstlos. Bewusstlos, hm? Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, die Lampe hat recht. Als ich zu mir kam, war ich bereits tot. Lassen wir sie vorerst in Ruhe. Und während sie sich ausruht, können wir ihr Leben retten. Hä? Oh, sicher, bei dir klingt das so einfach. Aber es ist einfach. Wenn du deine Kräfte bei einer Leiche einsetzt, kannst du in die Vergangenheit reisen, zu der Zeit 4 Minuten vor dem Tod dieser Person. Meinst du das jetzt ernst? Zurück in die Vergangenheit? Ja, aber es gibt einen Haken an der Sache. Das funktioniert nur bei frischen Leichen. Also Personen, die seit weniger als einem Tag tot sind. Bei ihr ist es also noch gar kein Problem. Du solltest versuchen, bevor es zu spät ist. Also wir sind schon seit länger als einem Tag tot, oder was? Das ist doch verrückt. Nichts von ihm ergibt Sinn. Wir reden hier von den Kräften der Toten. Das muss keinen Sinn ergeben. Nun dann, lass uns aufbrechen. Zum Zeitpunkt 4 Minuten vor ihrem Tod. Hey, warte mal. Ich weiß immer noch nicht, wovon du sprichst. Du wirst schon sehen. Time Travel. 4 Minuten vor dem Tod. Also mache ich mich auf, die letzten 4 Minuten im Leben dieser Frau zu sehen. Nicht als trüben Fernrückblick, sondern als wäre es die echte, lebendige Gegenwart. Oh shit. 4 Minuten vor dem Tod. Oh, sie hat uns gefunden. Wachen Sie auf! Ist alles in Ordnung? Was ist mit ihm passiert? Oh nein, er ist tot! Wer sind Sie? Hier ist meine Visitenkarte. Mein kleiner, goldener Freund. Sie waren das. Sie haben ihn getötet, oder? Statt hier Schwarzer Peter zu spielen, solltest du dich lieber um dein eigenes Schicksal sorgen. Wer sind Sie? Ein Auftragsmörder? Was wollen Sie von mir? Sie haben gesagt, wir sollen die letzten Spuren von Temsek beseitigen, die noch übrig sind. Temsek? Was zur Hölle soll das bedeuten? Was weiß ich. Ich mache einfach, was mir aufgetragen wurde. Ich weiß nur, dass für dich hier Endstation ist, Kleines. Jedenfalls, solange diese Abrissbirne da genau bleibt, wo sie ist. Hören Sie, ich will doch nur wissen, wer Sie sind. Du kennst mich nicht und ich kenne dich nicht. Es geht hier nur ums Geschäft. Mach's gut, Kleines. Halt! Wer ist da? Halt! Eine Schrotflinte? Ist das nicht eine etwas protzige Waffe für einen Auftragsmörder? Nicht protzig, nur gründlich. Man nennt mich zwar zu Recht kurzsichtiger Gigo, aber meine Beute entkommt mir nie. Hat er noch nie dran gedacht, sich eine Brille zu kaufen? Also, Kleines, das war's. Auch wenn meine Augen nicht die besten sind, sehe ich. Schwarz für deine Zukunft. Und das waren sie nun, die letzten 4 Minuten ihres Lebens. Nein! Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es schon irgendwie amüsant. Eine Frau wird Opfer des Schicksals und dann wird ein Mann Opfer eines Geistes. Aber sie ist trotzdem gestorben. Ja, aber du kannst das ändern, mit deinen Geisttricks. Genauso, wie du es vor 4 Minuten getan hast. Besitz ergreifen und manipulieren. Erst Ghost, dann Trick. Und du kannst diese 4 Minuten so oft du willst zurückspulen. Also, bist du bereit? Ja, los geht's.
Right, our first mission. Ist ja cool, dass man recht auf so eine Anzeige hat. Jetzt. Also, wieder von vor 4 Minuten. Wie? Gut, ich verstehe. Aber was mache ich bloß hier unten? So funktioniert das eben. Ihre Leiche war schließlich deine Eintrittskarte in die Vergangenheit. Also fängst du nun von da an, wo ihre Leiche war. Hier ist sie gestorben. Okay, jetzt verstehe ich. Na dann mal los. Alright, so in die Geisterwelt. Und hoch. Achso, warte mal. Ah, rüber. Du hast 4 Minuten, bevor sie stirbt. Du solltest besser so schnell wie möglich zu ihr gehen. I'm trying. Du hast keine Zeit zu verlieren. Wer sind sie? Oh shit, die sind schon da. No, stop. Stop it. I'm not that fast. Ja, die Zeit vergeht. Schön. Die letzten Sekunden ihres Lebens haben begonnen. Ich sollte mich besser beeilen. Ja, I'm trying. Stop talking. Stimmt, schau auf die rechte Bildschirmseite. Was gibt es dort zu sehen? Die Sanduhr da oben zeigt dir an, wie viel Zeit sie noch hat. Geh schnell zu ihr, bevor die Sanduhr durchgelaufen ist. Hoch mit dir. Oh, thank you. That was very handy. No? Actually... Ich kann nicht. Wie geht's hier? Reifen? Rollen? Ah! Jetzt hier hoch, da hoch. Öffnen. Irgendwie, das helpt. Ja, das helpt. Oh, no. Stop. Wer sind Sie? Ein Auftragsmörder? Was wollen Sie von mir? Sie haben gesagt, wir sollen die letzten Spuren von Tamsek beseitigen. Noch mehr Zeit. My God, I'm trying. Oh, Ihre Zeit läuft ab. Also, wir schließen. Runter. Hier. Hin. Einschalten. Ah, und jetzt wahrscheinlich hier zur Flagge. Jetzt geht die Flagge hoffentlich hoch. Komm schon. Warum geht die jetzt nicht... Nichts mehr einschalten. Oh mein Gott, I'm just improvising. Come on. Hoch. Yes! Oh, ist gut, Kleines. Noch ein paar Schritte. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Ich bin oben. What now? Halt! Wer ist da? Halt! What can I do now? Jetzt ist deine Chance, ihr Schicksal zu verändern. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Hier zählt wirklich jede Sekunde. What do I do? Achso, die Abrissbirne, wa? Fahrrad treten. Was ist da hier? Die Zeit ist fast um. Du musst ihr Schicksal ändern, bevor der Zähler 0 erreicht. Die Zeit vergeht nicht, wenn ich in der Geisterwelt bin. Ich sollte lieber von etwas Besitz ergreifen, und zwar schnell. Okay, hier? Klingeln? Ah, okay. Verdammt, was ist hier los? Der kurzsichtige Jago verfehlt nie sein Ziel, solange es direkt vor seinem Lauf ist. Okay. Wie es scheint, hast du es rechtzeitig geschafft. Gerade noch. Ja, sie lebt noch. Und im Bruchteil einer Sekunde hast du eine neue Hoffnung gesät. Ihr Schicksal wurde verändert, wenn auch nur ein wenig. Nice. Oh shit, but she's still in danger. Das muss ein Scherz sein. Ah, shit. Die Brücke ist oben. Nichts Fahrrad bewegen? Hier treten? Tret! Vorwärts! Hier vielleicht? Umlegen? Hier umlegen? I don't know what it does. Hast du was gehört? How do I. Alter, ausfahren? Maybe. Sorry guys. I didn't want to laugh, but you know. Warum ist das Fahrrad jetzt oben?
Oh, gut. Da schon würde sie treffen. Na, wie fühlt es sich an, einer Frau das Leben zu retten? Also, ist die Gefahr gebannt? Ja, es sieht so aus, als sei die Gefahr, oder eher als sei Herr Gefahr, momentan etwas platt, sozusagen. Du hast deine Kräfte eingesetzt, um dieser Frau das Leben zu retten. Also, war ich das ganz alleine? Ja, das warst ganz und gar allein du. Und ich wusste, dass du es schaffen kannst. Schicksal abgewendet. Also habe ich heute mein Leben verloren und ein anderes gerettet. Als ich in die Gegenwart zurückkehrte, regnete es. Ich habe das Leben dieser Fremden gerettet und jetzt sitzt sie ganz verloren im Regen. So geht nun meine Geschichte auf dieser Welt zu Ende. Fremde. Dieses Wort rührt etwas in mir und mir wird langsam die ganze grausame Wahrheit bewusst. Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Wer bin ich? Wo bin ich? Und vor allem, warum wurde ich getötet?